Moin Leute, hier ist Chroma, ich zocke bis ins Koma und heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Esvetor. Wie immer mit unserem Soldaten, wie immer mit Xaxis, wie immer dem Kommandanten, wie immer mit Eric, wie immer mit einem Schallpult, wie ich es angesprochen hatte in der letzten Folge, das wir jetzt benutzen werden, um die Aufgabe mit Tupfer abzuschließen, sprich diese Probe der Krankheit einzusacken. Sieht nach mir Proben von Tupfers Rakgul-Krankheitswaffe aus. Wahrscheinlich. Was sollen wir damit anstellen? Hat er Vorschläge? Tja, was wäre denn ratsam? Nun, es könnte nicht schaden, der Forschungsabteilung ein paar Proben davon zu bringen. Dort wüsste man das bestimmt zu schätzen. Wir machen's mal. Das ist die Rakgul-Seuche, die da gegen andere Leute eingesetzt wird, so wie der eine sich verändert hat. Ich würde sagen, nein. Niemand sollte so eine gefährliche Waffe haben. Richtig. Es ist eure Entscheidung, Lieutenant. Kehren wir zur Basis zurück. Mehr Spaß vertrage ich nicht mehr. Oh, ist er schlecht drauf, weil ich ihm nicht seine Scheißkrankheit gegönnt habe. Ah, verreckt doch. Nein, Spaß. So, lass mal gucken. Das ist unsere Hauptaufgabe. Die ist erledigt, Leute. Yay, wir können den Planeten verlassen. Das tue ich aber nicht, weil wir haben hier noch so ein paar Aufgaben. Und wir teleportieren uns zuerst mal. Ah, wundervoll. Wo war's? Da unten in der Ecke Hammers. Da wollen wir hin und los geht's. Scotty, beam me up. Bitch. Please. Oh, Wegzimmer. Cool. Also, lass mal schauen. Ich habe hier die ganze Zeit dieses blöde Steuerungsteil, das andauernd zwischen mir und dem blöden Tisch klemmt. Ah, so, jetzt können wir. Hoffe ich. So, jetzt sollten wir hier noch die Teile für diese... Oh, wie hieß es, dieses Spire? Oh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ender Spire oder so? Hieß die? Ja, da oben steht sogar, verdammt nochmal. Ender Spire. Von der Ender Spire haben wir ja die Teile soweit ge... Da, ey. Der ist über mir. 100 Pro ist da drüber. In der Ender Spire hatten wir die Aufgabe... die Daten zu sichern, glaube ich, von dem letzten Bombardement. Und das haben wir jetzt gemacht, ne? In der letzten Folge. Ist gar nicht mal so lange her. Für euch schon etwas länger, für mich nur ein paar Minuten. Da ist er. Da war jetzt er. Oder sie mittlerweile, okay. Wenn ihr irgendwelche Fragen über die Militäroperationen auf... Ah, Lieutenant. Hi. Ich habe euch erwartet. Schön. Gute Arbeit auf der Ender Spire. Wunderbar. Ich habe ja was für dich. Die Daten des Hauptcomputers befinden sich hier drauf. Die Daten von der Ender Spire sind für die Kriegsbemühungen der Republik von unschätzbarem Wert. Mhm. Lieutenant Carlso erzählte mir von Nahaufnahmen der imperialen Kriegsschiffe. Stets zu Diensten. Vielen Dank für eure Dienste. Der republikanische Geheimdienst wartet schon seit dem Ende der Bombardierung auf diese Daten. Wundervoll. Yay! Was nehmen wir mit? Ich nehme das oder ich nehme das? Ist egal, es ist eh scheiße. Okay. Jetzt müssen wir noch nach Süden. Nach Süden runter. Da könnten wir uns aber auch erst mal hierher fliegen lassen. Dann hätten wir hier direkt diese Sendergeschichte. Genau. Okidoki. Machen wir. Machen wir auch gerne. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was Sinnvolles zu tun. Mit unserer Zeit hier. Und dann könnten wir eigentlich nach dieser Aufgabe schon wieder... uns verziehen. Denn wir haben ja dann, glaube ich, soweit auf Taris alles erledigt. Wir sind Stufe 30. Wir könnten dann rein theoretisch auf den nächsten Planeten hopsen. Was natürlich auch geil ist. Überlegt mal, ja, neue Questgebiete. Juhu. Auf geht's. Ja, heute bin ich irgendwie total hibbelig. Ich weiß auch nicht. Hab ziemlich Bock auf das Spiel. Hab mir extra ein bisschen so die Lust zurückgehalten, die Zeit zurückgehalten, damit es dann ordentlich ankommt, ne? Jetzt mal so richtig freudig ist. Hat sich gelohnt, wie ich merke. Hat sich richtig gelohnt. Jo, da sind wir auch direkt richtig. Coole Sache. Yep. Ab in unseren riesengroßen Gleiter. Welcher ist das hier nochmal? Das ist der Coriolis-Regent. Düsen wir nochmal Runde. Und wir rufen mal wieder die Karte auf, weil ich keine Ahnung habe. Na gut, wir müssten ja eigentlich nur auf die Straße und ich müsste die Minimap einfach nochmal woanders hin fixieren. Denk mal, die wäre bei mir hier oben mittig richtig gut. Und da ich dann prinzipiell alles
auf dem Schirm hätte. Vor mir, hier oben, ne? So mittig. Ah, die stehen mittendrin, die Säcke. Dann stellen wir uns mitten rein. Hi. Cool. Hat sich gelohnt, du. Da ist, genau. Bams, repariert. Wir sind toll. Ihr nicht. Und jetzt einfach nur noch der Straße folgen. Alles klar. Das ist also auch wieder eine recht gute Aufgabe. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht das Problem haben, dass dann wieder 30.000 Folgeaufträge kommen. Aber wenn doch, dann füllt es halt die Folge damit aus. Tut mir leid. Ist zwar keine große, storylastige Aufgabe, aber wir machen es halt trotzdem mit, ne? Es ist eine Planetenaufgabe, die ist wichtig. Ein bisschen was Planetarisches sollte man schon mal mitnehmen. Genießt Taris, solange es noch geht. Bald sind wir hier weg von diesem schönen Schrottplaneten, der nach alten Krieg stinkt und nach Hakul-Scheiße. Oh, wir sind schon wieder vorbeigeflogen. So ist das halt. Mehrere Granaten, bitte. Gleich ist vorbei. Coole Sache. Feind nix Chance gehabt, du. Haha. Wieder einmal repariert und weiter geht's. Also wie gesagt, wir standen ja gerade bei dem Thema, ne? Taris, genießt es. Genießt diesen wunderschönen Ausblick auf diesen riesengroßen Planetenfriedhof, diesen Schrottplaneten, der nach Krieg stinkt. Nach vermoderten alten rostigen Altmetall. Das nach Schlacke riecht, weil es durch Lasergeschosse zerfetzt wurde. So in etwa. Genau. Ich weiß gar nicht, wo wir danach hin müssen. Interessiert mich jetzt auch noch nicht. Ich muss mich erst spoilern lassen, wenn es soweit ist, ne? So, fangen wir mal wieder von vorne an. Und Schuss. Hallo, ich hab doch gerade schon gedrückt. Hey, sag mal, spinnst du? Da haut er mir einfach aufs Maul. Apropos, ich frage mich immer noch. Das Rakul? Ja, gut. Die Schutzimplizierung funktioniert nicht. Oder muss ich die mir vorher einschmeißen? Beantwortet mir diese Frage. Muss ich die Schutzimpfung vor dem Kampf einschmeißen, um nicht infiziert zu werden? Oder nicht? Denn ich habe es ja erst eingenommen, als ich schon infiziert war. Ich weiß nicht, ob das falsch rum war. Ich habe gedacht, das nimmt dann vielleicht diesen Debuff runter. Hallo? Achso, da will wir doch nicht sterben, ne? Ah, jetzt schon. Okay. Was haben wir denn eigentlich hier noch? Rüstung reduzierte. Piu, finde den fehlenden Konvoi. Siehst du, sind wir da? Ah! Ah, wir haben hier noch einen fehlenden Konvoi. Ah, stimmt, das war das mit dem Konvoi. Jetzt natürlich, klar, jetzt wo ich es lese. Hm? Natürlich, nein, eigentlich gar nicht, sorry. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Ah, Demenz. Piu, 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 ihr seid alle tot. Ein Flakhelm von Corellia. Wieder die falschen Tasten. Ich drück immer B, Leute. Bäh. Hässliches Teil. Okay, ich würde mal sagen, wir haben sie gefunden. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Kuckuck. Wir machen nur kurz Rast. Okay. Geozell hat eine Schramme entdeckt und wir wissen nicht, ob er sich bei den Rakgulen angesteckt hat. Also warten wir ab. Und Ferduin hat möglicherweise die geonosianische Sumpfgrippe, aber wir waren auf dem Weg, das schwöre ich. Ja. Ihr seht mich sehr seltsam an. Mhm. Was erwartet ihr, dessen ich euch anklagen würde? Nichts. Ich meine, ich weiß, dass wir spät sind, also fängt man an, Schlussfolgerungen zu ziehen. Dass ihr tot wärt? Würde Sie das interessieren? Es tut mir leid. Ich sollte... Gehört ihr überhaupt zur Republik? Ich kenne euch nicht. Oh, vergesst es. Der ist gut drauf. Wir gehen nicht zurück. Wollt ihr das hören? Wir sind desertiert. Immer mit der Ruhe. Ich soll mich beruhigen? Ja, sollst du. Vielleicht sollte ich euch mal erzählen, wie es hier ist. Ja, erzähl mal. Seit 5 Jahren sind wir schon hier. Ohne Urlaub.
Die meisten unserer Freunde sind tot. Wir sind verletzt, müde und ausgebrannt. Wir kämpfen gegen etwas, das nicht denken kann, das keine Furcht empfindet. Und wenn man den geringsten Kratzer bekommt, wird man selbst zum Feind und der eigene Trupp erschießt dich. Ihr habt der Republik so viel gegeben, wie sie vernünftigerweise erwarten kann. Ihr übergebt uns nicht? Das ist ja wohl klar, Leute. Sorry. Es gibt zwar Deserteure, aber die geben wenigstens zu. Wir haben 5 Jahre gearbeitet, wir haben was gemacht, etc. Die sind nicht einfach so abgehauen, die sind nicht reingekommen und gesagt, oh Gott, ich hau jetzt ab oder sowas. Ne, hab keinen Bock drauf, sondern die sagen ja selber, 5 Jahre Freunde verloren, kein Urlaub, kein gar nichts. Ihr habt genug erlitten. Niemand sollte das erleben müssen. Ja, wir wollen in die Nähe der Hauptbasis. So. Dort gibt es Plünderer mit Schiffen. Vielleicht schaffen wir es vom Planeten runter. Bitte, sagt Commander Yayak, dass ihr unsere Leichen gefunden habt. So wird uns niemand suchen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wir sind selber Soldat. Wir sollten da selber den Kodex wahren, so auf die Art und Weise. Aber auf der anderen Seite, wenn die schon so viel geackert haben, bin ich nicht der Meinung, dass ich so unbedingt weiterhin in den Krieg fetzen lassen soll. Die sind doch eh schon davon ausgegangen, dass sie tot sind. Also, what the fuck? Wen interessiert's? Mein Gott, dann sind sie halt jetzt desertiert, ja. Es gibt so viele Plünderer auf dem Planeten, da fallen die Hämpflinge hier nicht auf, oder? Also mal ehrlich. Ja, auf zu Commander Yaya, genau, da müssen wir dann hin. Dann teleportieren wir uns doch mal schnell hin. Und danach können wir uns noch mal schnell heimreisetechnisch, also zum Flughafen hier auf Taris begeben und den Rest abgeben und dann ist gut. Auf geht's! Wo war der jetzt? Da unten, alles klar. Mal sehen, was der dazu sagt, wenn wir ihm jetzt sagen, wir haben die Leichen gefunden. Bin ja mal echt gespannt. Wo ist er denn hin? Er soll doch hier irgendwo sein. Ist er wieder unter uns? Nein, da vorne steht er. Alles klar. Da ist er! Sagt, was ihr wollt. Dies ist ein militärischer Außenposten und souveränes Gebiet der Galaktischen Republik. Wir werden uns, wenn nötig, mit tödlicher Gewalt wehren. Geht's dem gut oder was? Erster Lieutenant des Chaos-Trupps. Kürzlich auf Ort Mantell stationiert. Lieutenant, willkommen in unserem Außenposten. Hallo. So weit in der Wildnis gibt es keine autorisierten Reisen. Also ist es meistens besser, erst zu schießen und dann zu fragen. Mhm. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr von Commander Gardit Neuigkeiten über unsere Vorräte bringt. Das war ein leichtes. Erleichternd. Unser eigener Konvoi hat sich nie zurückgemeldet. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir einen an die Nexus verloren hätten. Ich wollte einen weiteren schicken, aber dann wäre der gesamte Außenposten unterbesetzt gewesen. Und diese Rakgule waren diesen Monat ziemlich aktiv. Tja. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr irgendwas von unseren Jungs gehört habt. Wenn sie noch leben, haben sie besser eine gute Erklärung dafür, uns so hängen zu lassen. Ich habe ihre Leichen auf dem Weg gefunden. Überrascht mich nicht. Nun, man wird sie vermissen. Gut. Ich schicke ihren Angehörigen die Uniform. Wie auch immer, danke für eure Hilfe und die Neuigkeiten. Das wird die Moral sicher nicht heben. Scheiße. Dann muss der Rest wohl einfach etwas härter arbeiten. Scheiße. Fehler gemacht. Scheiße. Verdammt, jetzt muss der Rest ja auch das aus... Ah, das sollte ich mir für die Zukunft merken. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. So, jetzt haben wir hier noch ein paar normale Aufgaben. Die nehmen wir jetzt leider nicht an. Wie gesagt, ich interessiere mich hier eher für die story-relevante Geschichte. Und da wir mittlerweile schon auf Stufe 21 runtergestuft wurden, kümmern wir uns jetzt hauptsächlich um unsere Story. So. Mechanisierte Reisen sind pui, jetzt haben wir eine lange Fahrt vor uns. Haben wir irgendwelche tollen Themen, über die wir sprechen könnten? Eigentlich nicht. Na doch, wir könnten schon. Ich hätte Interesse daran, eventuell mal wieder so ein bisschen mit euch zusammenzuspielen. Vielleicht hat ja jemand noch Lust auf Heldenmissionen oder ähnliches. So wie wir das eine Mal in Livestreams gemacht haben. Ich hatte das auch erst vor kurzem im Discord schon mal angesprochen, dass es nicht schlecht wäre, wenn man doch so ein bisschen zusammenspielen könnte. Es ist ja nicht nur dieser Charakter, der vorhanden ist. Ich möchte auch noch den Kopfgeldjäger und Schmuggler spielen. Die stehen ja auch noch an. Da müsste man dann je nachdem mal schauen, was so geht. Story-relevante Sachen natürlich weniger. Ne? Die möchte ich gerne fürs Let's Play haben.
Ist ja vollkommen klar, aber ebenso so Nebenaufgaben, Heldenmissionen, ja warum denn nicht? Die kann man doch mal zusammen ein bisschen erfahren. Wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu sagen in den Kommentaren oder auf dem Discord einfach mal eine Runde chatten. Quatschen, je nachdem. Dann können wir uns da so ein bisschen einigen, falls es denn da überhaupt noch Interesse gibt. Könnte ja auch sein, dass er jetzt kommt und sagt, ah, Chroma, also, das Spiel, also, ne? Nee. Dann lieber, was weiß ich, WoW oder Elder Scrolls Online oder Schlag die Henne, keine Ahnung was. Ja. Je nachdem. Das liegt ganz an euch, dann müsst ihr mir Bescheid geben. Ihr wisst auch, ich habe nicht immer Zeit, ich habe Familie, dementsprechend kann ich da nicht immer direkt drauf reagieren. Ist halt nun mal so. Aber falls doch, dann haut raus. Ja, wir finden eine Möglichkeit. Und dann werden wir auch zusammenspielen können. Wenn ihr euch mit mir zusammen organisiert. Ja. Oder habe ich bis jetzt jemals Nein gesagt? Nein, ich glaube nicht. Habe immer irgendwie was gefunden. Oder ich habe gesagt, nee, geht gerade nicht, weil keine Lust, weil keine Zeit, weil ich noch dies, weil noch jenes. Ja, kennt er ja. So, damit haben wir auch die Zeit überbrückt und es war nicht so langweilig für euch. Und wir können uns jetzt wiederum auf ein wunderschönes, kleines, wie heißt das Ding? Roche-Skück setzen und zum Flughafen zurückfliegen. Oh, wir können uns noch Skills kaufen. Jedenfalls hier unten gerade angezeigt. Dann kaufen wir uns doch nochmal schnell einen neuen Skill. Yay, gib mir Skills. Selbst der Chaos-Druck könnte von einem Veteran was lernen. Ja, danke schön. Was? Ah, Leiternavigation. Vorsicht da draußen. Hat er da gerade rumgeballert? Achso, hat auf den Credit geschossen, genau. Das war Schmuggler. Okay, ist egal. Muss uns nicht interessieren. Schmuggler sind halt so, ne? So, jetzt lass mal gucken. Ja, das ist ein story-relevanter Teil hier. Haha, los geht's. Da hinten ist er. Sergeant Lara Dorn. Jetzt flirten wir sie zu Tode, Leute. Jetzt geht's los. Willkommen zurück, Lieutenant. Ja. Glückwunsch zum Erfolg eurer Mission. Vielen Dank. Ich mache nur meine Arbeit, Sergeant. So schaut's aus. Euer Erfolg reiht sich in die Erfolge und Operationen eurer Einheit. Mhm. Alle sehr beeindruckend. Wunderbar. General Garza hat vor wenigen Momenten versucht, euch zu kontaktieren. Warum? Ich habe mir die Freiheit erlaubt, sie über den Missionsstatus zu unterrichten. Hat sie euch noch nach etwas anderem gefragt? General Garza fragte außerdem nach einer Zusammenfassung meiner Dienstakte, die ich ihr gegeben habe. Oh. Sie bat darum, dass ihr sie kontaktiert, bevor ihr Taris verlasst. Warum? Der Holocom nebenan wurde für euch vorbereitet. Ich werde sie sofort kontaktieren. Nochmals meine Glückwünsche, Lieutenant. Wunderprächtig! Okay. Wo ist hier die Flirtmaschine 3000 hin? Irgendwie nebenan. Achso. Natürlich, da hinten. Ich sehe es schon. Wurde aufgebaut, damit ich gleich anfangen kann zu arbeiten. Los geht's! Ah, ich grüße euch, Lieutenant. Mhm. Es sind wohl Glückwünsche angemessen. Tavus werden bei diesem Tempo schnell die Freunde ausgehen. Ihr habt eure Sache sehr gut gemacht. Haben wir. Tupfer war ein brillanter Mann. Ihn zu erledigen war keine leichte Aufgabe. Naja. Und es gibt noch etwas, Lieutenant. Sagt mir, was haltet ihr von Sergeant Dorn? Sergeant Dorn half mir, als sonst niemand helfen wollte, General. Ja, euer Empfang auf Taris war nicht ideal. Ich bin froh, dass ihr die eine nützliche Offizierin des Außenpostens gefunden habt. Ich habe mir ihre Dienstakte angesehen. Wirklich beeindruckend, das muss ich sagen. Tja, so sieht's wohl aus. Bewusst, dass Dorn fast 2 Jahre in der imperialen Armee gedient hat, Lieutenant? Sorgt ihr euch, dass Dorn noch immer für die Imperialen arbeitet? Überhaupt nicht, Lieutenant. Okay. Sergeant Dorn hat sich in ihren 2 Jahren im Dienst des Imperiums mehr Empfehlungen verdient als die meisten Soldaten in 10. Oh. Seit sie sich der Republik angeschlossen hat, hat sie 2 Tapferkeitsmedaillen erhalten. Oh. Beide für die Rettung verwundeter Soldaten unter Beschuss in feindlichem Territorium. Diese Frau hat eine außergewöhnliche Karriere hinter sich. Jemand mit Sergeant Dorns Fähigkeiten wäre eine große Bereicherung für meinen Trupp. Ja. Dem stimme ich zu. Yay! Sergeant Dorn passt ohne Zweifel genau in den Chaos-Trupp. Dann wäre das geregelt. Geil. Glückwunsch, Lieutenant. Ihr habt schon einen halben Trupp beisammen.
Ich werde Colonel Guff kontaktieren und ihn vom Transfer in Kenntnis setzen. Ihr solltet Sergeant Dawn persönlich informieren, Lieutenant. Kontaktiert mich von eurem Schiff aus, wenn ihr fertig seid. Yes! Gaza, Ende. Wir haben es geschafft. Wir haben jemand Neues bekommen. So wie sich's gehört. Ein Planet, ein neues Mitglied. Ah, wenn es doch immer so wäre. So, Sergeant Lara Dawn, du kommst mit. Lieutenant, kann ich sonst noch etwas für euch tun? Eure Sachen packen, mitkommen. General Gaza sagt, ihr gehört jetzt zum Chaos-Trupp. Also ist das auch so. In den Chaos-Trupp? Lieutenant, das ist die größte Ehre meiner Karriere. Ich bin sprachlos. Freut euch nicht zu sehr, Sergeant. Das ist nicht so beeindruckend, wie man immer sagt. Sergeant Dawn meldet sich zum Dienst, Lieutenant. Ich werde sofort meine Personaltransferdokumente nach Verordnung 6 vorbereiten. Ihr habt es euch mehr als verdient, Sergeant. So schaut's aus. Ich werde meine persönlichen Sachen holen und euch auf eurem Schiff treffen, Lieutenant. Yes! Ich danke euch. Jo, kein Problem. Auf Wiedersehen. Bis dann. Hau ab. Geht doch. Yay, wir haben es geschafft. Planet abgeschlossen. Ab auf unser kleines Schiffchen. Und wir sehen uns wahrscheinlich dort in der nächsten Folge, liebe Freunde. Denn wir sind jetzt hier offiziell raus. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Geht ein bisschen in die Sonne. Genießt das Leben. Bis denn.